So, herzlich willkommen alle beisammen. Endlich bei meinem zweiten Review zu Pokémon Feuerrot. Das hatten sich einige gewünscht, dass ich zu dem Together auch noch ein Review zu dem, ja, zu dem Spiel mache. Habe ich mich auch entschieden. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag machen zu Super Mario Land 2. Er hatte ja anfangs die Note 2,25. Ich habe mich dann allerdings entschieden, den Notenmaßstab um, ja, 3/4 Noten hochzusetzen. Das heißt, er hat nur noch eine 3,0, was ich durchaus passend finde. Gründe hierfür sind, dass ich einfach viel zu viele Spiele hatte. Also ich habe ja viele auch intern bewertet, die über 1 plus hatten, weil ich habe ja bewertet, dass man bei 81 Punkten noch die 1 plus schaffen kann. Oder bei 84, ja, bei 84 glaub. Und ja, damit man sich auch 0 Punkte in anderen Bereichen leisten kann. Allerdings dadurch, dass ich 15 Punkte verteile, war es mehr oder weniger doppelt gemoppelt. Und das gab dann einfach viel zu viele Spiele, die einen zu guten Wert hatten. Und jetzt ist es so, dass 100 Punkte die 1 plus sind. Also wenn man überall 10 hat praktisch. Und über 100 Punkte sind dann Sternränge. Auch wenn das jetzt natürlich nicht allzu oft vorkommt, aber es soll ja auch was Besonderes sein. Und ich kann euch trotzdem beruhigen, auch Jump'n'Runs, die null Stories haben, haben 1 plus und schon geschafft. Ich glaube, allein zwei Spiele auf meiner Liste, Jump'n'Runs, die haben sogar über 100 Punkte. Also das ist mit den Bonuspunkten wirklich möglich, nur so vorweg. So, dann legen wir mal los mit po Let's Review Pokémon Feuerrot. Also, ihr seht schon, das ist das Cover vom Spiel, von der deutschen Version. Es kam für den Game Boy Advance raus. Das rechts oben ist der ursprüngliche Game Boy Advance. Danach kam ja noch der Game Boy Advance SP raus. Einen speziellen für Feuerrot gibt es da nicht. Für Rubin Saphir gab es ja spezielle Game Boy Advance SPs. Die gibt es für Feuerrot nicht. Aber ja, ich habe einfach mal den Ursprung Game Boy Advance abgebildet. Das Spiel kam am 29. Januar 2004 in Japan raus, etwa 8 Jahre nachdem es dort erschien. Bei uns hingegen kam es so ziemlich auf den Tag genau, plus minus ein paar Tage, 5 Jahre raus, nachdem Rot-Blau-Gelb erschien. Ja, es ist tatsächlich so, dass ein Spiel bereits nach 5 Jahren remaked wurde, aber gut, in Japan war es ja auch 2 Jahre länger draußen, bevor es zu uns rauskam. Also da lag schon eine gewisse Zeitspanne dazwischen. 1999 war die europäische Erstveröffentlichung, wenn ich mir überlege, das war vor 13 Jahren, da war ich in der ersten Klasse, passt. Aber ja, 1999 kam Rot, Blau, Gelb raus, während es 96 schon in Japan rauskam. Also das war alles ziemlich verschoben, bis es dann letztendlich zu uns kam. Natürlich liegt es wahrscheinlich daran, dass man erstens damals den Erfolg erst abwarten wollte und zweitens RPGs ja allgemein sehr lange brauchen, weil man da sehr viel Sprache übersetzen muss. Das ist natürlich in Spielen wie Mario oder so jetzt wesentlich einfacher, weil man da muss man ja nicht sehr viel übersetzen. Aber gut. Auf alle Fälle seht ihr hier 9 Monate, na gut, 8 Monate etwa Übersetzungsarbeit, bis es zu uns nach Europa kam. Es verkaufte sich weltweit 10.487.100 Mal, was der schlechteste Wert für Pokémon, also ein Pokémon-Edition-Paar ist. Das ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber wenn man sich, also wenn man bedenkt, wie viele nostalgische Erinnerungen das an Rot-Blau-Gelb hätte wecken können, ist es vielleicht doch ein, ja, ich möchte nicht sagen wenig, es ist natürlich trotzdem sau viel, aber es fällt natürlich trotzdem auf, dass dieses Remake der niedrigste Wert ist. Zumal, wenn man sich damals anschaut, gut, die Situation auf dem Game Boy war damals natürlich anders, damals war der wirkliche Hype, aber zum Beispiel allein Pokémon Gelb hat sich 14 Millionen Mal verkauft. Aber gut, auf alle Fälle sind die Zahlen sehr, sehr gut. Das Remake hat sich auf alle Fälle gelohnt. Es hat viele Fans auch erfreut. Etwa 7,8% aller Advance-Besitzer haben dieses Spiel, was ja nicht so viel ist, wenn man sich vorstellt, wie also das Pokémon praktisch der Top-Plattformer von den Gameboy-Spielen schon immer war. Seit dem DS ist es vielleicht auch ein bisschen anders, aber auf dem Gameboy war auf alle Fälle Pokémon der Top-Plattformer. Und ja. Dieses Spiel gab es ausschließlich für den Game Boy Advance. Es gibt natürlich die Möglichkeit, es über
den Gameboy Player zu spielen, aber über die Pokémon Box geht es zum Beispiel wieder nicht. Da kann man nur Rubin Saphir spielen. Aber ja, durch den Gameboy Player kann man es natürlich auch mit dem Fernseher verbinden. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Bewertung. Also zuerst mal wieder das Gameplay. Hier habe ich ein paar Abstriche gemacht und nur 8 von 10 gegeben. Man kann natürlich allgemein sagen, dass das Gameplay gut und simpel wie immer war. Man hatte die VMs, die man benutzen konnte. Es kam ein paar im Vergleich zu Rot, Blau, Gelb noch dazu. Man konnte mit dem Fahrrad fahren. Man hatte auch Turbo-Treter geschenkt gekriegt, mit dem man schneller war. Das war gut. Also da hat man das auch so Rubin Saphir übernommen. Das meiste war recht übersichtlich. Der Kampf war da, war eine super. War super, um Rematches zu machen. Der neue Trainerpass war ganz nett, den man hatte. Also, diesen Personenindex noch, der einem auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, ein bisschen mehr zu sammeln. Also, das hat ihm so ziemlich eigentlich noch die 8 gerettet, weil ich muss sagen, was das Gameplay richtig, richtig harsch runtergezogen hat, war die Tatsache, dass man auf den ersten 150 Pokémon limitiert war. Es ist natürlich jetzt nicht allzu schlimm, wenn man sagt, man kann keine neuen Pokémon rübertauschen, aber dass man zum Beispiel sein Golbat nicht entwickeln konnte und die Entwicklung zu X-Bat immer automatisch abgebrochen ist, weil man es noch nicht entwickeln durfte, oder man Olix sich zu Stalos entwickeln konnte, nur weil es die damals eben noch nicht gab oder geben sollte und es dann erst nach den Top 4 ging, das finde ich, hat das Gameplay dramatisch, also granatenmäßig in den Keller gerückt. Weil, ja, dadurch ging schon viel Spaß verloren, fand ich, weil es einfach unrealistisch war und unnötig war. Man hat das ja dann in Heart Gold, Soul Silver wesentlich besser gelöst, indem man schon andere Pokémon rübertauschen konnte, die noch nicht im Dex angezeigt waren, in Diamant, Perl und Platin auch. Das hätte man hier mal lieber auch tun sollen. Man konnte auch nicht mit Eiern arbeiten. Man konnte keine Eier rübertauschen, so wie man es sonst gewohnt war. Sondern da hat man sich wirklich zu sehr versucht, auf die alten Spiele zu versteifen. Was in diesem Fall ja wirklich eher Fluch als Segen war. Und ich finde, ja, da ist der eigentlich mit 8 von 10 noch gut bedient durch die vielen Extra-Funktionen. Weil, also, ansonsten hätte ich knallhart 5 oder 4 oder ja gut 5 wahrscheinlich gegeben. Weil das war wirklich einfach ja sehr, sehr störend und finde ich, hat das Gameplay wirklich nach unten gezogen. Natürlich kann man sagen, es ist jetzt eine Kleinigkeit, aber für mich war es ja schon eine größere Sache, die man es da vorgesetzt hat. Ich fand das überhaupt nicht gut gelöst. Vor allem, dass man ja die Pokémon nicht mehr aus Eiern trainieren konnte, wie man es sonst konnte. Gut, kommen wir zu was Erfreulicherem, die Grafik. Da habe ich mich für 10 von 10 entschieden. Ich habe allerdings bis zu guter Letzt zwischen 9 oder 10 geschwankt. Da werde ich noch später kommen. Auf alle Fälle muss ich sagen, die Grafik ist wirklich etwas, was man Feuerrot und Blattgrün nichts vorwerfen kann. Die Grafik ist super. Es hat mir damals riesigen Spaß gemacht. Es macht mir auch jetzt noch Spaß, nachdem ich Blau gespielt habe. Oder Rot zu sehen. Wie in Feuerrot und Blattgrün Kanto wirklich redesigned wurde. Es sieht alles schön bunt aus, die Gebäude wurden super herausgeputzt, haben schöne Tiles gekriegt. Also das gefällt mir echt alles hervorragend. In Heart Gold Soul Silver sah es dann streckenweise noch besser aus. Aber ja, wenn man sich wenn man halt nur diese kantige Gameboy-Grafik noch gewohnt ist, da geht einem echt das Herz auf, wenn man da durchläuft. Und dann die schöne Generation 3 Grafik sieht. Also da hat man wirklich einiges geleistet. Schön war auch, dass man die Höhlen, also das Design der Höhlen, da war mal da ein paar Sanddünen und dann, also ja, ein paar Sandstellen, dann lief da mal Wasser von der Decke runter. Also das war wirklich top. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und man hat dann auch gesehen, was viele Sachen darstellen sollten aus Generation 1, die man aufgrund der Grafik nicht so gut sehen konnte. Und dann natürlich, ja, also so Orte wie das Kraftwerk dann designt wird, das war schon super gemacht. Mit dem Rückblick, dass man nicht so viel auf dem Gameboy erkennen konnte. Warum ich aber erst zwischen 10 und 9 geschwankt habe, war, weil mich schon sehr gestört hat, dass die Pokémon-Animation nicht dabei war. Ich weiß, dass hängt nicht mit der Grafik direkt zusammen, aber ich finde doch, dass es ein Stück weit dazugehört.
Ich habe mich dann letztendlich doch für 10 entschieden, weil ich gedacht habe, dass die Grafik so gut war und ob Pokémon-Animation jetzt dazugehört oder nicht, das ist so schwierig zu bestimmen. Aber ich fand es auf alle Fälle blöd, dass die nicht dabei waren. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. In Smaragd waren sie dann wieder da. Aber so bleibt das Kanto-Abenteuer das Einzige, was man durchreist, ohne Pokémon, die sich bewegen. Das finde ich schon schade. Ja, jetzt kommen wir zum Sound und da tut es mir leid, aber da kann ich nicht mehr als 2 für 10 geben. Der Sound war wirklich zerstört, muss ich sagen. Vor allem der Battle-Sound, der an den, wenn man gegen wilde Pokémon kämpft, der hat einen so wahnsinnig gemacht, weil er einfach schlecht war und man hat ihn so oft gehört. Also die Remixe waren wirklich nicht gut. Die Remixe von den Arena-Kämpfen fand ich auch nicht gut. Eigentlich fallen mir nur 2 Tunes ein, die besser sind wie das Original, nämlich das Pokémon-Haus war ein bisschen besser. Und die MSN fand ich auch ein bisschen besser. Aber ansonsten hat man, ja, ist man wirklich schlecht mit den Vorlagen aus dem Game Boy umgegangen, die noch 8-Bit waren. Und bei der Umwandlung in 16-Bit ging, glaube ich, wirklich einiges schief. Auch bei den Johto-Remixen, die man gegen Ende gehört hat, das waren hat, also auf den Savvy Islands gehört hat, das waren Hard Gold und Silver um Längen besser. Also da hat man sich wirklich nicht mit rumbekleckert. Die meisten Soundtracks haben sich wirklich nicht schön angehört und man hat sich eigentlich wirklich die alten zurückgewünscht. Einzig positives Sachen, die man sagen kann, war, dass man gemerkt hat, dass sie versuchen, mit unterschiedlichen Instrumenten nochmal zu arbeiten. Zum Beispiel mit Lavandia war auch mal eine Flöte zu hören. Aber letztendlich, nee, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da fand ich die 8-Bit-Sounds um Längen besser. Gut, kommen wir nun zu der Story. Ja, die ist leider bei 3 von 10 stecken geblieben. Ich finde, da hätte man viel, viel mehr rausholen können. Es ist das Pokémon-Spiel mit der, ja, schwächsten Story. Und leider wurde das in, ja gut, in Feuerrot Grün wurde es schon leicht verbessert, aber wenn man sieht, wie die Standards sich seitdem verändert haben, hat sich eigentlich doch nichts geändert. Also, man hat eigentlich nur dieses Mindestmaß noch weiter verschoben. Also, das Einzige, was man halt weiß, ist, dass man rumläuft und dann gegen Team Rocket kämpfen muss. Allerdings weiß man nie, warum man eigentlich gegen Team Rocket kämpfen muss, sondern man tut's einfach. Und ja, dann sind sie sauer auf einen und ja, die Story ist wirklich zusammenhangslos. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es eine Aufgabe ist, alle 8 Orden zu besiegen. Und ich will da wirklich nichts gegen sagen. Pokémon brauchen dem Sinn keine Story. Das war in Schwarz und Weiß zum Beispiel viel zu übertrieben für ein Pokémon-Spiel. Aber dennoch, wenn man es mit anderen vergleicht, mit Gold, Silber, Kristall, mit Rubin, Saphir, Smaragd oder mit Diamant, Perl und Platin, dann merkt man doch, oder auch mit Hard Gold und Soul Silver, Hard Gold und Soul Silver, die Story ja auch noch mal optimiert von Gold und Silber. Und ich finde, da merkt man doch, dass man da einiges noch hätte tun können. Und hier leider erneut zu sehr an dem Originalspielen haften geblieben ist, was ich schade finde eigentlich, weil es hätte viel Potenzial gehabt, dieses Remake. Aber zum Glück hat man da mit Hard Gold und Silver bessere Arbeit geliefert. Nun komme ich zur Länge, da habe ich mich von 8 von 10 entschieden. Es war schon okay. Man hat zusätzlich zu den, ja, zu Kanto noch die Savvy Islands implementiert, was auch nochmal einige Aufträge hatte, neue Pokémon, die man finden konnte. Wie gesagt, die Story wurde dort noch ein bisschen verlängert. Wenn man Events hatte, konnte man sogar noch andere Pokémon fangen, allerdings nur mit Events. Also es war schon verlängert im Vergleich zu Rot, Blau, Gelb, hat aber hier erneut wieder nur die Mindeststandards verschoben. Weil wenn man sieht, Rot, Blau, Gelb war für Gameboy-Color-Verhältnisse saumäßig lang. Ich glaube, es ist das längste Gameboy-Spiel, was man sich vorstellen kann. Die Karte muss am zerbersten gewesen sein. Und Feuerrot, Blatt, Grün hätte als Gameboy-Advance-Spiel da doch noch mehr rausholen können. Rubin, Saphir, Smaragd war zum Beispiel von der Länge her höher anzusiedeln als Feuerrot, Blatt, Grün. Deswegen, ja, hab ich es mal bei 8 von 10 belassen, weil es schon, also es war okay, es war okay. Aber es hätte halt auch länger sein können. Um, ja, konkret zu bleiben. Dann kommen wir zu den Neuerungen und zu den Ideen. 6 von 10. Also gut, jetzt muss man ja natürlich zwei differenzieren. Zum einen, was wurde in der Pokémon-Serie allgemein verbessert? Da wurde der Kampfhahn eingefügt, war eine super, super Einführung. Das war echt das Beste, was Feuerrot und Blattgrün eigentlich gemacht hat.
Die Turbo-Treter wurden wieder übernommen, das war gut. Der Pokédex wurde ein wenig crazy dargestellt, aber den fand ich auch ganz nett, dass man auch das nach Gebieten sortieren konnte, wo die Pokémon drin vorkamen. Auf alle Fälle eine pfiffige und gute Idee. Fahrrad gab es allerdings leider wieder nur eins, also wieder nur das standardmäßige, nicht mehr die Variation wie in den anderen, also wie in Generation 3 oder Generation 4. Ja, das war in etwa das und ja, dann wurden halt die Eier zurückgesetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man konnte seine Pokémon nicht entwickeln, muss bis nach den Top 4 warten. Eier konnte man nicht benutzen. Man konnte nicht, ja, man konnte keine Pokémon züchten bis nach dem Spiel. Und das hat eigentlich das Genick gebrochen, dass man sich dazu sehr ans Original gehalten hat. Im Vergleich zum Original kann man sagen, wurde natürlich die Generation 3 Grafikpalette praktisch benutzt, die super aussieht. Die gleichen TMs, Wesen und alles. Und es wurden Move-Tutoren eingerichtet, um noch die alten Attacken beibringen zu können. Das fand ich gut. Allerdings ist man, wie gesagt, zu sehr am Originalhaften geblieben. Deswegen beläuft sich diese Zahl leider nur bei 6 von 10. Sie hätte bestimmt höher sein können. Hätte man, ja, so wie in Heart Gold, Soul Silver gemacht, dass man sich getraut hätte, wirklich ein Remake zu machen, was auch das Spielprinzip erweitert und nicht nur plump die Grafik hochsetzen und dann wirklich versuchen zu erzwingen. Weil, wisst ihr, das Problem ist, es konnte sowieso nicht das gleiche sein mit Grafik hochgesetzt, weil es gab Wesen, es gab ein neues EV-System, es gab neue Attacken, neue TMs. Dadurch war das Spielprinzip so mal von vornherein geändert. Also hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, an den Standards festzuhalten, dass man diese und diese Pokémon nur vor den Top 4 haben darf, falls ihr versteht. Teams haben sich leider auch keine geändert. Ja gut, die Top 4 sind ein bisschen schwächer geworden sogar. Und ja, das Spiel wurde allgemein ein bisschen leichter gemacht. Was ich auch nicht so gut fand. Also ich denke, 6 von 10 sind ja gerechtfertigt. Nun kommen wir auch gleich zur Schwierigkeit. Dort sind es auch nur 6 von 10. Was, ja, das eigentlich aufgreift, was ich gerade schon gesagt habe. Nämlich, dass vieles dann vereinfacht wurde. Zum Beispiel gab es in Rot-Blau Gelb ein Level 16 Radikal im Mondberg. Dieses wurde durch ein Level 13 Radfratz ersetzt. Genauso wie ja, die Top 4 vereinfacht wurden. Gut, hinterher, wenn man die Rematches gemacht hat, waren sie schon hart. Aber allgemein war der Schwierigkeitsgrad doch eher auf einem niedrigeren Niveau. Also es geht schon höher. Das hat zum Beispiel Platin bewiesen. Es war jetzt nicht so schlimm wie in Gold, Silber und Kristall, das muss man ganz klar sagen. Allerdings auch nicht ganz so gut wie in Rubin, Saphir und Smaragd fand ich. Also bis zum 4. Orden war der Schwierigkeitsgrad eigentlich richtig gut von den Leveln her. Danach war aber diese Stagnation, die eben damit zu erklären ist, wenn man dann sich aussuchen kann, mache ich den Radweg, danach die Arena von Fuchsiania City, danach die gesamte stille Brücke, die ja 2 Stunden ungefähr dauert mit allen Trainern. Oder mache ich den Silphturm oder mache ich das Kampfdojo? Und von diesem Moment eigentlich haben die Level stagniert ohne Ende, weil ja man all diese Optionen zur Verfügung hatte. Deswegen sollte da Game Freak bei den nächsten Spielen echt die Wege einfach abblocken. Das haben sie in den in Generation 4 ja auch re recht oft gemacht, damit dort die Level hochgehalten werden können, was ich persönlich super finde. Und ja, problematisch war leider auch, dass nach der Zinnober, also dann mal weitergehen könnte, hätte gehen können, nämlich bei den Seerouten dann und im Pokémon-Haus haben sie die Level auch nicht merklich erhöht. Also ab dem Punkt war es sehr, sehr abgeflacht und die Top 4 waren dann auch wieder schwächer gemacht. Dann hingegen war es von dem, was man eigentlich auf den Servern erreichen kann, zu den zweiten Runde Top 4 ein so großer Sprung, dass man gar nicht weiß, ja, wie soll man denn da trainieren, weil Arena-Rückkämpfe gibt's keine und starke wilde Pokémon gibt's auch keine. Das Einzige, was man machen kann, ist mit dem Kampffarmen dann nochmal gegen Trainer kämpfen. Und ja, gegen die Top 4 kann man auch nicht endlos oft kämpfen, weil gegen die muss man ja gewinnen. Insofern war das Balancing nicht sehr gut und ja, es hätte viel besser sein können. Nun kommen wir zum Multiplayer. Da habe ich nichts zu beanstanden, eine neue 10 von 10. Da hat man gute Innovationen gebracht. Zum Beispiel konnte man da ja erstmal wireless sich miteinander verbinden.
durch diese, oh mein Gott, wie hießen denn die? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ich wusste's mal, aber auf alle Fälle hat man da diese runden Platten gekriegt, die man dort, wo eigentlich das Linkkabel ist, reinstecken konnte, und da konnte man sie erstmal wireless verbinden. Das war eine Feuerrot-Blatt-Grün-Innovation, die super war. Und da kam auch der große Raum dazu. Das sah dann so ähnlich aus wie deren Diamant, Perlen und Platin, wo man dann mit den vielen Trainern reden konnte. Also das war schon, das war Multiplayer schon super. Und natürlich, wie immer, man kann Pokémon tauschen, man kann Pokémon-Kämpfe machen. Es kam auch noch dazu, dass man Minispiele mit Pokémon, also mit anderen zusammen machen konnte. Also vom Multiplayer her hat das Spiel schon vieles geboten. Bis zu vier Spieler konnten sich eigentlich immer miteinander verbinden und Sachen austauschen. Da war Pokémon eigentlich schon immer vorbildlich, indem es sogar auf dem Game Boy Color Multiplayer ausgenutzt hat, was eigentlich das Erstaunlichste war. Dann zu den 100% Möglichkeiten. Das habe ich mal bei 8 von 10 belassen. Natürlich kann man viel tun. Man kann den Pokédex vervollständigen, man kann alle Orden sammeln. Allerdings im Vergleich zu den Vorgänger, also Rubin, Saphir, und zu dem Nachfolger Diamant und Perl, war das eigentlich viel zu wenig. Denn wenn man die 4 Sterne im Trainerpass wollte, musste man die Top 4 besiegt haben, 151 Pokémon vollkriegen, also den Kanto-Dex, 386, also den nationalen Dex, und im Minispiel 200 Bären sammeln, glaube ich. Das ist zwar ganz nett, aber das System mit den Wettbewerben also in den Spielen zuvor und danach waren wesentlich herausfordernder, haben nochmal eine andere Zielgruppe angesprochen und haben damit viel mehr Sinn gemacht. Und dann hat natürlich der Duellturm komplett gefehlt. Gut, ich sag's jetzt gleich, das sind eigentlich immer die 2 Sterne, die mir fehlen, weil ich sowohl in der Kampfzone als auch in den Wettbewerben total sacke. Aber es war auf alle Fälle viel, viel, vielschichtiger, hat mehr Leute angesprochen, hat die Möglichkeit 100% zu spielen um einiges erhöht. Natürlich ist die Möglichkeit, alle Pokémon zu fangen, immer eine große Hürde. Aber dennoch hat man in den Vorgängern und Nachfolger gesehen, dass es besser geht, und deswegen, ja, hätte man hier auch ein bisschen mehr erwarten können. Nur noch zur Hardware und Software. Das bleibt bei 10 von 10. Ich habe schon gesagt, dass diese runden Geräte dazu kamen, mit denen man Wireless tauschen konnte. Das war auf alle Fälle ein super Zusatz durch die Software. Und auch ansonsten lief alles bug- und lagfrei. Es gab eigentlich keine Glitche mehr im Spiel, nachdem Rot und Blau voll davon war. Hat man die auf alle Fälle alle beseitigt, aber gut, man wird ja wohl auch kaum Rot-Blau-Gelb als Vorlage genommen haben. Also, ja, natürlich schon, aber jetzt nicht, dass man da die Maps tippt und dann Game Boy Advance Teils drüber hat oder so. So wird es nicht genau sein, sondern da wurde Spiel wahrscheinlich schon neu gemacht, aber ja, auf alle Fälle Bugs sind eigentlich keine da. Daher, und weil eben noch schöne Zusatzsoftware dabei war, auf alle Fälle 10 von 10 wert. So, da kommen wir jetzt zur Gesamtpunktzahl. Die beträgt 72 von 100 Punkten. Das ergibt insgesamt die Note 2,5. Und ja, diese Note halte ich durchaus für angebracht. Also ihr seht schon, es hat mehr Punkte als Super Mario Land 2 und ja, trotzdem schlechter bewertet. Wie gesagt, Super Mario Land 2 steht jetzt bei 3,0. Es war kein Superspiel, aber trotzdem, es war Pokémon, es hatte viele Pokémon-typische Sachen, es hatte gute Innovationen, die dazu kamen, aber es hat sich leider deutlich unter Wert verkauft, das muss man eindeutig sagen. Deswegen ist es bei meiner Platzierung auch nur auf Platz 85. Das war mein Let's Review zu Pokémon Feuerrot. Am Ende eine 2,5, die rauskam. Damit besser als Super Mario Land 2 immerhin, aber von allen Pokémon-Editionen leider auch meine schlecht bewertetste. Nun gut, wir sehen uns wahrscheinlich, das nächste Review, das wir sehen, wird wahrscheinlich von Pokémon Snap sein oder von Super Mario Land. Was auch immer kommen wird, ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.